Hallo und willkommen zu einem neuen Update. Ja, es ist schon eine Weile her, aber endlich gibt es wieder eins. Und zwar war ich ja auf der Buchmesse und habe da sehr viel gekauft. Und die Sachen wollte ich euch gerne zeigen. Aber bevor ich damit anfange, zeige ich euch noch meine Neuzugänge, die noch im Januar und im Februar dazugekommen sind, die ich aber euch noch nicht gezeigt habe. Da fangen wir als erstes an mit Attack on Titan Band 6. Ja, wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, ich habe noch nicht angefangen. Lese ich aber zwar online weiter, aber also ist auf jeden Fall ein Muss, dass ich mir Attack on Titan kaufe, wenn der raus als erstes rauskommt. Dann, wie auch bei Attack on Titan, haben wir hier den 5. Band von My Magic Fridays. Ja, freue ich mich nun auch drauf, wenn ich den endlich lesen kann. Dauert aber, glaube ich, noch eine Weile, ehe ich überhaupt dazu komme. Als nächstes haben wir eine DVD, die ich mir gekauft habe. Und zwar ist das der 5. Film von Detektiv Conan, Countdown zum Himmel. Die anderen habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich möchte eigentlich erstmal, dass ich die Filme mir jetzt nach und nach hole. Ja, und wächst eigentlich stetig weiter. So, dann, ja, ich habe zwar gesagt, ich will eigentlich keine neuen Reihen anfangen, aber ich bin nicht drumherum gekommen und habe mir deshalb Magical Girl of the End Band 1 und Band 2 gekauft. Habe mal kurz reingeblättert und ja, sieht gut aus. Ich bin begeistert. Ich freue mich schon wirklich drauf, die zu lesen, weil das wirklich sehr spannend ist und auch Lust auf mehr macht. Als nächstes haben wir Attack on Titan Before the Fall, ein Spin-Off-Band. Ja, auch schon online angefangen zu lesen, fand ich auch richtig gut und ich bin richtig froh, dass es auch jetzt endlich hier bei uns gibt. Und was mir auch gefällt ist, dass es hier sogar eine Farbseite, oder mehrere Farbseiten gibt. Also das finde ich wirklich richtig gut. Ja, und den nächsten, den ich mir noch geholt habe, es kommen noch zwei. Und zwar der 2. Band von Sister Sisters. Ja, ersten Band auch noch nicht gelesen, aber 2. Band wollte ich mir eigentlich später holen. Aber da ich ja dann in der Stadt war und den da gesehen habe, habe ich mir den gleich mitgenommen. Ja, und der andere, den ich mir gekauft habe, ja, war eigentlich mal überhaupt nicht auf meiner Liste, also so gar nicht, ist Citrus. Nur gekauft, weil dort eine Schokokarte drin war, und zwar diese hier. Ja, deshalb habe ich mir die im ersten eigentlich nur gekauft. Ist eigentlich nicht so mein Genre, was ich lese, aber ja, einmal ist keinmal und ich bin trotzdem gespannt, wie der ist und ich freue mich wirklich darauf, den zu lesen. Dann fangen wir an mit meinen Neuzugängen der Buchmesse. Und zwar fange ich als erstes an, habe ich mir so ein Lucky Bag gekauft, so eine Tüte zu einem Preis und da ist dann was drinne und in meiner Lucky Bag war dann drinne einmal diese Naruto-DVD, ja, ich habe eigentlich schon alle Naruto-Folgen, schon alle gesehen, aber gut, was will man. Dann war da drinnen noch eine Tasse, und zwar diese hier von Hello Kitty. Ja. Und drinnen war noch diese Handytasche. Ja, irgendwie kommt mir das Maskottchen oder was das ist, irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber wirklich nicht genau, woher. Also das war dann in diesem Lucky Bag drinne, aber naja, meine Güte, ist jetzt kein Weltuntergang. So, als nächstes habe ich mir ein Plüschtier gekauft. Und zwar diesen netten Hund hier aus Kuroko no Basket. Ja, ich habe den gesehen und wollte den sofort haben und der hat mich einfach angelacht.
Und dazu habe ich mir auch von Kurokono Basket noch eine Tasche gekauft. Also eine Tasche, die war diesmal wirklich Muss. Die wollte ich mir unbedingt kaufen und habe die dann gesehen und auch nicht lange gezögert und gesagt, ja, die will ich jetzt haben. Und ja, dann habe ich mir auch letztes Jahr gar nicht gekauft, ein paar Schlüsselanhänger und eine Tasse. Da habe ich hier, kann ich erstmal hier diese Tasse, das ist von dem Anime Date Alive, den ich richtig gut finde. Einmal die Tasse und dann ein paar Schlüsselanhänger. Ja, einmal diese hier. Sagt mir aber leider gar nichts, woher sie kommt. Also kann ich nicht sagen. Dann habe ich diesen hier. Ja, kommt mir zwar bekannt vor, aber ich weiß auch nicht. Dann habe ich zwei Anhänger von Sailor Moon. Einmal Sailor Venus und Sailor Mars als Anhänger. Weil ich die beiden richtig gut mag, die wollte ich unbedingt haben. Ja, dann haben wir hier noch, ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß, der ist aus diesem Volleyball-Anime, Haikyuu, wie sich das nennt. Dann aus Free habe ich auch einmal diesen hier und einmal den hier. Ja, dann sind noch diese weiteren, einmal von Attack on Titan. Huch, Levi in einer, ja, seiner Putzsachen war als Geschenk oben drauf, weil ich mir ein paar andere gekauft habe. Hier ist auch nochmal, ja, wenn man es sehen kann, einmal Annie. Dann auch wieder zwei aus Kurokono Basket. Auch meine beiden Lieblinge, diese beiden hier. Und zum Schluss noch diesen Schlüsselanhänger. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das aus Vocaloid. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, das war's von den Schlüsselanhängern. Dann habe ich noch ein paar... Ah, tut mir leid, meine Speicherkarte war voll, aber jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich mir ein paar Previews noch geholt. Einmal von Sword Art Online. Den wollte ich ja unbedingt haben und lesen, aber wird ja immer wieder verschoben. Ja, ich hoffe, dass es beim jetzigen Datum bleibt, dass die rauskommen. Dann eine weitere Preview von Black Bullet. Ja, den Anime habe ich gesehen, der hat mir gefallen. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich mir den Manga hole. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Eine weitere Preview von Terraformers. Einfach nur so mitgenommen, aber der interessiert mich so gar nicht. Ja, ist nicht mein Genre. Also, ja, und genauso wie Kill la Kill. Ja, aber was da so rumliegt, muss man einfach mitnehmen. Genauso wie ein paar Postkarten, die ich hier noch habe, von Tokyo Pop. Und einmal diese hier. Es sind immer jeweils zwei. Dann diese hier. Dann noch die und zum Schluss die hier. Ja, also die finde ich auch richtig toll. Die sehen richtig gut aus. So, und zum Schluss kommen die Manga. Aber vorher noch die neue Tokyo Pop Programmübersicht. Ist auch wieder ein paar Sachen drin, die ich haben möchte. Muss ich mal gucken. Ja, dann kommen wir zum Schluss zu den letzten Manga. Da haben wir als erstes Deadman Wonderland Band 4. Ja, Band 4. Ich bin gerade dabei, Deadman Wonderland zu lesen. Habe jetzt gestern den ersten Band zu Ende gelesen. Fange jetzt auch den zweiten an. Und ja, also bis jetzt hat mir richtig gut gefallen und ich will auch unbedingt die anderen Bände haben. Und als ich dann auf der Buchmesse war, habe ich mir gesagt, so, du hast zwar schon drei Bände davon zu Hause, zwar noch ungelesen, aber ein vierter kann ja auch nicht schaden. Und so habe ich mir den dann einfach mitgenommen. Ja, auch ein vierter Band.
von einem Manga, wo ich auch noch nicht die ersten drei Bände gelesen habe, ist Bitum Band 4. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, nach Deadman Wonderland Bitum anzufangen. Ja, ich muss gucken, ob ich irgendwie Platz in meinem Regal finde, weil die ja wirklich, das ist ja so ein dicker Wälzer und der ist auch noch fast dreimal so groß. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, den danach zu lesen. Weiter geht es mit Romantica Clock Band 1 und Band 2. Ich hatte ja schon mir Band 3 gekauft wegen der Schokokart und kann ja den nun noch nicht lesen, weil ich die ersten beiden noch nicht hatte. Aber dann habe ich die da gesehen und habe auch nicht gezögert. Habe die dann auch mitgenommen, weil ich die unbedingt haben wollte und weil ich auch endlich damit anfangen möchte, die zu lesen. Als nächstes haben wir einen Einzelband. Und zwar Unter deinem Schirm. Stand auch schon länger auf meiner Wunschliste. Einzelband, also da kann ich eigentlich nie viel verkehrt machen, weil ja, ja in einem Band abgeschlossen ist und so auch relativ schnell durchgelesen ist. Und ich habe schon reingeblättert und ja, hat mir bis jetzt gefallen und ich freue mich, den zu lesen. Als nächstes haben wir den sechsten Band von Dee Grayman. Ja, nur der sechste Band. Ich wollte mir jetzt zwar noch andere holen, aber leider hatten sie, glaube ich, Band 7 und Band 8 nicht und bei Dee Grayman wollte ich auch nicht so dazwischen irgendwelche Bände kaufen, wenn ich die anderen nicht habe. Deshalb habe ich mir nur den sechsten Band geholt. Soweit ich weiß, ist auch, glaube ich, Band 7 im Moment gar nicht mehr erhältlich. Aber ich hoffe, dass es sich das bald ändert und den es dann wieder zu kaufen gibt. Dann kommen jetzt einige neue Reihen, die ich mir gekauft habe. Ja, ich schmeiße das am besten über Bord mit den nur erstmal die alten Reihen beenden. Weil, ja, hält ja bei mir eh nicht. Und zwar ist das Love Stage Band 1 und Band 2. Anime dazu habe ich auch gesehen, den ich nicht ganz so toll fand. Und ja, jetzt will ich unbedingt Manga lesen. Gucken, ob der vielleicht besser ist, ob sich das lohnt. Und deshalb habe ich mir auch Band 1 und Band 2 geholt. Den nächsten Manga oder die nächsten zwei Manga, und zwar ist das Are You Alice Band 1 und Band 2. Ich weiß weder, ja, worum es da überhaupt geht und sonst was. Ich habe den da eigentlich nur gesehen in diesem, Doppelpack, war so im Angebot mit zwei für einen Preis und so. Ja, und stand da einfach und hab den gesehen und hab gesagt, jetzt packst du den einfach ein. Aber also ist ein totaler Kauf, wo ich nichts weiß. Und ich lasse mich überraschen, was mich da erwartet. Als nächstes haben wir von Arina Tanemura, Arinas Sammelsurium. Hat ja auch noch in meiner Sammlung von ihr gefehlt. Fast alle nur zusammen, jetzt fehlt mir nur noch ein Manga. Ja, Arina Tanemura, was soll ich dir groß dazu sagen? Muss. Für mich ist es ein Muss. Deshalb gibt es mehr dazu überhaupt nicht zu sagen. Auch von Arina Tanemura, und zwar ihre neueste Reihe, 31 I Dream. Ja, ich habe zwar mein Magic Fridays auch noch nicht angefangen, aber Arina Tanemura, wie schon vorher gesagt, ist ein Muss. Und da ist dann auch diese Reihe, die ich unbedingt haben musste. Dazu gab es dann auch wieder diese I Love Jojo, diese Choco-Karte, die auch wieder richtig toll aussieht. Und ich finde diese Karten einfach genial und ich will eigentlich alle Karten haben, aber ich lese ja nun nicht alle Manga, die damit rauskommen, aber auf jeden Fall war dieser Manga ein Muss. Dann habe ich mir als nächstes gekauft von Mayu Sakai Sugar Soldier einmal Band 1 und Band 6. Eigentlich wollte ich mir diesen Starter-Pack kaufen mit Band 1 und 2 in einem, so wie bei Are You Alice, aber den habe ich nicht gefunden und habe dann nur Band 1 mitgenommen und Band 6 deshalb, weil
ja, genau, es wieder diese schöne Schokokarte gab. Und die ich unbedingt in meine Sammlung haben musste. Ja, deshalb habe ich mir Band 1 und Band 6 gekauft. Ja, ist jetzt so für mich jetzt nicht so ein großes Drama, weil Band 1 kann ich ja immer noch lesen oder ich warte, bis ich die anderen Bände habe. Aber ich habe die Schokokart und ja. Okay, der nächste Manga, den ich habe, ist Band 3 von Magical Girl of the End. Ja, einfach um die Reihe zu haben. Wie gesagt, habe ich ja noch nicht angefangen, aber ich freue mich schon richtig drauf, weil die Zeichnungen sehen richtig gut aus. Und es scheint auch wirklich sehr, 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 sehr spannend zu sein. Den nächsten. Beim Manga, ja, ich rätsel noch immer, wie man das ausspricht. Und ich weiß es nicht genau. Und zwar ist das Brynhild in the Darkness. Keine Ahnung, ob es richtig ist oder falsch. Ich sage einfach so. Band 1 und Band 2, auch schon länger auf meiner Liste gewesen. Ja, da waren ja auch hier diese Charakterkarten bei, hier von Band 1 und Band 2. Und ich muss sagen, ich habe die mir etwas Besondere vorgestellt, dass die, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie etwas anders aussehen, aber ja, mein Gott. Ist ja jetzt nicht so schlimm und ich freue mich auch, dass ich jetzt die Reihe habe oder die ersten beiden, weil ich fand den Anime grottig. Wirklich, ich fand ihn grottig und ich hoffe, der Manga ist um Längen besser. Ja, wenn nicht, dann habe ich eben die A-Karte gezogen, aber ich will es mal nicht hoffen. Als nächstes haben wir Attack on Titan Band 7. War mir sehr überrascht, dass es den da gab schon und habe ich nicht lange gewartet und den mitgenommen. Ja, und groß gibt es dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen mehr. Dann geht es weiter mit Soul Eater Band 13 und Soul Eater Guidebook, den habe ich mir noch gleich mitgenommen. Ja, nur Band 13, weiß ich selber nicht warum, nur Band 13. Da ich ja die anderen noch unbedingt haben will, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich lese dann erstmal Band 13 und kaufe mir die anderen dann einfach nach. So, weiter geht es mit Arisa, Band 8 und Band 9. 10 bis 12 gab es da leider nicht, die hätte ich mir sonst auch geholt. Ist aber nicht so schlimm, da ich ja nur die ersten beiden erst gelesen habe, die anderen noch nicht. Ich werde mir aber im nächsten Monat noch die restlichen 3 holen. Somit habe ich dann auch die Reihe abgeschlossen. Und ja, also ich will ja so oder so wissen, wie es endet und hoffe, dass es wirklich gut ist. So, und dann kommen wir auch schon zu den letzten Manga, die ich mir geholt habe. Und zwar ist das Assassination Classroom, Band 1, Band 2, Band 3 und Band 4. Ja, ich habe zuerst mit dem Anime angefangen, der ja auch noch läuft und der hat mich so begeistert. Also wirklich, ich war so... Weiß ich nicht, der ist so witzig und so und hab dann mir gesagt, ja, wenn der Anime schon so gut ist, ich hoffe, der Manga ist dann genauso gut. Deshalb habe ich mir auch gleich die ersten 4 Bände geholt. Und ja, ich bin wirklich froh, dass ich die habe. Und ich finde auch die Cover, die sehen auch immer so richtig, richtig cool aus. Also wirklich, ich freue mich unglaublich, dass ich die endlich lesen kann. Ja, ja, das war's auch mit meinem Manga-Update. Wie ihr seht, ist... sehr, 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 sehr viel dazu gekommen von der Buchmesse und auch davor ein bisschen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns wieder bei einem nächsten Update. Bis dahin, tschüss!